One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch den Rhythmus Ruby. Das ist ein sehr fetziger Rhythmus. Und im Grunde ist es eine Handabfolge, die ihr spielt. Und die könnt ihr auch auf mehreren Trommeln spielen oder auf ganz anderen, zum Beispiel auf einer Cajon oder auf einer Conga oder auf mehreren Congas. Und diese Handabfolge ist wie folgt. Und zwar, bei mir ist rechts die Haupthand, links, ja. Und zwar, es geht so los. Ich mache mal die Handabfolge, mache ich mal nur auf der Höhe, weil im Grunde das reicht aus, um das zu erklären. Ach ja, genau. Ich teile den Rhythmus in zwei Teile, so dass wir das einzeln einstudieren können. Ja? Teil A ist so. Drei, vier. Ihr merkt schon, die Hände wechseln sich ab. Und das nennt man, das ist ein Paratitel, das kommt aus der Schlagzeugwelt. Also da kenne ich es zumindest her. Und das ist rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Und das noch mit diesem Rhythmus dazu. Drei, vier. Vier. Drei, vier. Drei, vier. Vier. Alright. So, das wäre jetzt der erste Teil im Rhythmus. Ich spiele euch mal nur diesen ersten Teil so im Klang, bis mit Klang vor, mit Bass und Höhe. Alright. So, Teil 2 ist jetzt auch wieder nur auf der Höhe gespielt. Ich mach's nochmal Bass und Höhe. Das geht, glaube ich, bei der Variante etwas leichter. Also Haupthand Bass, Nebenhand zweimal auf der Höhe. Und dann alles abwechselnde Schläge einzelner. Der letzte Schlag, die zwei Schläge sind mit der Nebenhand auf der Höhe. Jetzt spiele ich mal den ganzen Rhythmus insgesamt vor. Das ist er. Okay, wir machen den zusammen durch, immer mit einer kleinen Pause. One, two, three, four. Ich mach's noch ein bisschen langsamer, sonst ist es zu schnell. Dün da da di da di dan da. One, two, three, four. Entschuldigung, da bin ich falsch rein. One, two, three, four. One, two, three, four. Two, three, four. Alright, okay. So, diese Variation, die ich jetzt mit euch hier durchspiele, mit Bass und Höhe, das ist nur eine Variation, wie gesagt. Das will ich nochmal betonen, dass du da deiner Kreativität und Lust freien Lauf lassen kannst. So, jetzt der Rhythmus insgesamt ohne Unterbrechung in dem gleichen Tempo. Bum ba di di da di ga da di da. Ein bisschen langsamer. Dum bum da di di ga di da da. One, two, three, four.
Jo, das ist cool. Cool. Alright. Also jetzt diese Variante, das ist es schon gewesen, mit dem Rhythmus Ruby. Und ich spiele jetzt mal damit ein bisschen rum, einfach zur Inspiration und einfach noch, weil ich ein bisschen Lust habe, für euch das zu tun. Und verabschiede mich damit. Ich bin Ingo Gutmann und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Also wie gesagt, vielleicht sage ich es nochmal deutlich. Es ist eine Handabfolge, ja. Die tue ich einfach mit ins Video dazu. Genau, okay, ich werde das im Video dann optisch sichtbar machen für euch, die Handabfolge. Ja, alright, dann bis später. 1, 2, 3, 4.